So, hi liebe Freunde, Servus, Grüß Gott. Hi. Willkommen bei unserem Channel. Ich bin der Oljas. Und ich bin der Panda. Genau. Wir haben natürlich noch zwei weitere Freunde. Einmal den Barsch, der ist leider nicht anwesend und würde aber bei den nächsten Videos mitmachen. Dann haben wir natürlich unseren besten Mann hier, der Honk. Der Mann hinter den Kulissen, der nimmt uns auf, macht die ganzen Videos bei uns und ist natürlich unser Krypto-Experte. Yu-Gi-Oh! Meister und der Mann, der uns, ja Pokémon-Legende. genau, Pokémon-Legende, Pokémon Go-Legende. Und er ermöglicht uns auch natürlich hier bei seinem Studio die Aufnahmen zu machen. Genau. Das war mal die Introduction von uns, von unserer Seite. Wir sind hier heute, um die Paramount War OP02 Displays aufzumachen. Wir machen ein Unboxing, Unpacking-Video für euch. Wir haben jetzt insgesamt 8 Displays, die wir wirklich schwer besorgt haben, weil die Nachfrage dieser Displays allgemein von One Piece, wie ihr schon wisst, ist ziemlich hoch. Und geplant waren es eigentlich 2 Cases. Zum Schluss hatten wir nur noch 8 Displays. Ja, dann haben wir noch hier 2 Starter-Decks von ST06 One Piece Navy-Reihe. Ja, dann würde ich sagen, wir legen langsam los. Aber bevor wir noch loslegen, hat unser Kollege Panda noch was zu sagen. Und zwar. Ja, wir waren leider etwas ungeduldig, ne? Wie man es kennt. Da haben wir uns ein paar Booster besorgt. Und wie ihr hier sehen könnt, hatten wir das Glück, einfach Motherfucking Manga Ace zu ziehen. Also unsere Überraschung war wirklich Phänomenal. Leider. unbeschreiblich. Ja, und Aber leider. leider konnten wir es nicht aufnehmen auf der Kamera. Ja, das. Haben wir jetzt so mitgebracht, um euch das zu zeigen. Ein bisschen zu flexen. Ja, aber leider konnten wir unsere Reaktion nicht aufnehmen und das ist ein bisschen schade. Aber ja, vielleicht haben wir Glück und ziehen jetzt eine Manga Ace. Wer weiß. Oh ja. Dann los geht's. Nice. Ja, dann. Ich fange mal mit meinen zwei Booster Packs an. Displays meine ich natürlich. Und ja, Let's lassen wir go. uns überraschen. Also nur zur Info. Auf dem Bildschirm sieht man jetzt nur mich. Ist so gewollt. Von daher. Was ich so cool finde, bei den Packs hier gibt es einmal einen Topper, also so eine Promotion Pack Pack und 7, sagen wir mal, Revision Packs pro Display. Bei dem ersten gab es ja nur einen Topper, also ein Genau. Promotion Pack, genau. Ja, dann öffnen wir die mal gleich, Ja, oder? genau. Das Coole ist bei denen, finde ich, das sind halt keine Holos. Das ist ja vom Starter-Deck. Ist auch noch vom Starterdeck. So. Hier haben wir Crocodile, King, Grande Point, Scratchman Apu. Kennen. Ulti und Killer. Keller. Sehr schön. Die würde ich gleich direkt auf die Seite legen. So, schauen wir mal, was aus dem Topper kommt. Und da haben wir. Oh. Minokoala. Nice. Dann gehen wir gleich mal zum ersten Booster. Ich sehe schon Zoro. Ruby Dick, die ist leider gebannt. Ich glaube ab OP03, wenn Swings. ich mich nicht täusche, oder? Ab OP03 erst? Okay. Denke ich mal, also müssen wir aber nochmal. Also ich habe nur herausgefunden, dass sie gebannt wird, aber ab wann, weiß ich auch nicht Okay, genau. ja, das ist eine heftige Karte auf jeden Fall. So, ein Leader. Ivankov. Marco, sehr schön. Und Paradise. Kann da was? Marco ist eine gute Blockerkarte. Sobald sie K.O. wird, kannst du, hier steht, du kannst eine Karte aus der Hand abwerfen. Das Whitebeard Pirates included. Und dann kannst du, wenn du zwei Leben weniger hast, kannst du die Karte dann spielen im Rested-Modus. Spielt man den Marco? Ist da Ja, was drin? den spielt man definitiv im Whitebeard-Deck. Also Leader Whitebeard auf jeden Fall.
So, jetzt haben wir Smoker und die erste Super Rare, Kusa. Nice, nice. Wunderbar. Okiji. Nice. So schön. Kann der was? Spielt man den? Den spielt man im Navy Deck. Viermal definitiv. Oh, okay. Ist eine gute Karte. Ja. Sobald du sie hinlegst, tust du eine Karte ziehen. Und wenn du die nächste Runde attackierst, kannst du einem Gegner minus 5 Kost geben. Und ist wirklich eine Schlüsselkarte. Also eine Karte, die einem, also drin im Deck mit dabei sein muss. Definitiv. Sehr schön, die brauche ich auch gerade tatsächlich noch. Ja. Einmal mittlerweile. Hast du nur einmal bis jetzt? Nee, ich habe die zweimal. Okay. Das ist jetzt die dritte und ich brauche die noch einmal. Nice, nice, richtig nice. So. Ich mache hier noch ein bisschen Platz für die Karte. Also ich gehe jetzt natürlich schnell durch. Meister habe ich schon. Und Hannibal. Oh, wieder ein Leader, C4. Okay, nice. Maskedös. Und Yamato. Schön. Yamato ist auch eine gute Karte, die im Kinemon-Deck gespielt wird, auch viermal. Auch ein gutes Effekt. Wenn du es mit dem Kinemon-Effekt verbindest, kannst du natürlich minus 1 Kost machen und sie mit 3 Kost auf dem Feld legen. Und einen Level 6, beziehungsweise Kost 6 Charakter resten. Also richtig mächtige Karte, definitiv. So, wir haben Hina und... Oh ja, eine Super Rare Ace. Perfekt, perfekt. Die hast du auch jetzt mittlerweile viermal, oder? Die habe ich jetzt mittlerweile fünfmal. Fünfmal, Alter. Oh ja. Auch eine echt schöne Karte. Ja. Uns fehlt doch eine Version 2, gell? Also wir haben eine Version 1, beziehungsweise es gibt ja drei Versionen von Ace. Das ist die erste. Dann gibt es eine Altart 1 und eine Altart 2, die wir natürlich hier haben. Das ist dieselbe Karte. Aber halt andere Alternativart. Da haben wir die erste Alternate. Die erste Altart. Oh. Marco. Richtig saftig schön. Saftig, knaftig. Ist das auch die Super Rare oder ist es die... Ah, ist tatsächlich die Rare. Was ich auch gemerkt habe... Boah, die ist ja richtig schön. Die ist wunderbar. Schau dir das mal an. Das ist ja richtig schön geprintet, Alter. Mhm. Unglaublich. Nice. Direkt. Alter, geil. Leader, Magellan. Eine Konterkarte und Ruffy. Nice. Der Anfang ist ziemlich gut. Wie es so anfängt, gefällt mir schon langsam. Oh, ja. Natürlich ist es immer gut, wenn du direkt ein Display holst. Die Wahrscheinlichkeit, dass du gute Karten ziehst, ist mal höher. Mr. Two. Und Sharon. Muss irgendwie Gas geben, weil sonst... Ja. Dauert das echt lang. Wir haben ja noch einige. Korb und ich sehe was. Alter, Nami. Super Rare. Nie weitere Super Rare. Super Rare. Das ist ja die 3-Kost Super Rare Nami Karte. Sehr nice. Was ich vorhin nochmal sagen wollte, hinzufügen wollte: die Alternativarts gab es ja zuvor nur als Topper bei den OP01. Und jetzt gibt es mittlerweile Alternativart Rare Karten. Genau. Ivankov, Super Rare. Nice, 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 nice. Leader. Oh, endlich Sanji Leader. Ja, Mann. Die wollte ich auch. Die wie lange habe ich auf die gewartet? Dann Mr. 3 und Judgment of Hell. Also das Lustige ist, wir haben ja davor schon ungefähr, wie viel hast du jetzt gezogen? Wie viel Booster geholt, beziehungsweise... Wo Ace dabei war, da hatten wir zusammen 80? 80 Stück. Und noch inklusive hast du wie viel? Und davor hatte ich nochmal 10, 10, 20.
Nochmal 20 mit dir. Also 40 nochmal. Okay. Ich hatte auch 20 davor. Also es sind dann 40 und 40 plus 80, 120 Boost hatten wir jetzt insgesamt zusammen, oder? Gezogen. So berechnet. Kommt hin, ja? Genau. Und wir hatten keinen einzigen Sanji Leader gezogen. Kopf. Warte, das ist doch. Altart, Ivankov, Alter. Du hast es. Du hast eine Alter. Ich habe ihn. Nice, nice. Wir müssen uns dann die Preise mal anschauen, die haben wir noch gar nicht berechnet. Wir haben jetzt eine Altart Ivankov, super rare. Richtig nice. Die zweite. Ja, das ist Manga Mendel. Dann blenden wir so das, den ganzen Wert so ein. Ah, stimmt, ja, genau. Ah, ist auch eine gute Idee. Ja, Mann, ja. Weil wir haben nicht so viel Zeit für sowas jetzt. Perfekt, dann machen wir es so. Boah, Salino. Endlich, perfekt. Boah, sieht auch heftig aus. Ja, aber das ist eine normale Art, also Standard, das, aber das ist super, die sieht halt schon aus. Alter, die sieht halt schon so geil aus. Weil die brauchst du ja auch für dein Deck, für dein schwarzes Deck. Der fehlt mir tatsächlich noch zweimal. Also jetzt noch einmal. Geil. Hammer, ey. Das läuft so geschmeidig. Ja. Also wie gesagt, bei Displays machst du nichts falsch. Bei den Boostern haben wir ein bisschen Verlust gemacht, aber die Ace-Card hat uns einfach gerettet, auf jeden Fall. Die hat alles rausgehauen, Mann. Ja, Mann, definitiv. So, Lila Kinemon. Perfekt. Vista, auch eine sehr gute Karte. Ja. Die wird sehr viel gespielt. Die ist heftig. Die ist wie Robin, sogar vielleicht besser. Effekt ist im Endeffekt on play. Sobald du sie liegst, kannst du einen Dreierkost-Charakter wegschießen. Also wirklich eine mächtige Karte. Bei Robin war das ja so, dass du sie zuerst spielst und danach nächste Runde abwartest, bis du sie überhaupt attackieren kannst. Plus einen Don-Kost. Ja. Smoker Leader haben wir. Perfekt. Maskdös. Und Yamato. Super. Yamato wird wirklich im grünen Deck mindestens dreimal gespielt. Also im Kinemon Deck ist ein Muss auf jeden Fall. Kann ich nur weiterempfehlen. Die lege ich mal runter. Endlich die vierte Makino. Ich wusste nicht, dass die so selten ist. Aber sie ist nur bei mir so selten. Ich lege es mal so hin. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. So, die haben wir hin. Endlich die Dawn-Karte auf dem Display. Nice, hier kannst du einpacken. Das hat ja echt lang gedauert bei mir schon wieder. Ja, das Lustige ist, wir haben ja bei diesen 120... Booster Packs haben wir insgesamt 8 Alternativart Dons gezogen. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir 8 Stück gezogen haben. Heftig. Ja, das ist jetzt wirklich eine sehr schöne Don-Karte. Sehr schön. Feiere ich auch sehr. Wir haben einen Kobe und Whitebeard. Ja, Mann. Auch eine sehr mächtige Karte, finde ich. Super, ja. Ja, die ist wirklich stark. Also ich finde eigentlich, was ich eigenartig finde, also ich würde das eher als Altart schätzen. Die Altart von Whitebeard sieht ein bisschen anders aus. Und ich finde tatsächlich die normale Super Rare von Whitebeard viel schöner als die Altart. Altart. Oh, ich habe wieder mal Kino. Heute läuft es ja mit der. Jetzt haben wir auch noch Leader Whitebeard. Ja, Wahnsinn. Ruffy und Garb. Ja. Shit. So, jetzt haben wir wieder Mr. Three und Judgment of Hell. Okay. Auch eine sehr mächtige Karte, finde ich, im Purple Deck. Wird auch im Kaido Deck gespielt. Effekt ist auch richtig ätzend. 2 Kost minus 1 Don. Aber dafür kannst du 2 Charaktere auswählen und auch plus Leader. Kannst einfach 3000 minus Attacke halt, anheften und der Gegner kann dann seinen nächsten Angriff nicht effektiv einsetzen. Ich hab den dritten Kusan. Endlich. Nice. Secret Rare. Alter, ist die schön. Noch schöner wäre es gewesen, wenn es eine Altart wäre. Es gibt ja für die noch die Altart-Version, die kostet dann auch so um 70 Euro, glaube ich. Die an sich schon in München, also in Deutschland, beziehungsweise kostet schon 40 Euro, die Karte. Ja. Bei den anderen Secret Rares sind die nicht so teuer, aber weil die Preise machen wir nicht. Die Menschen machen die Preise.
Son Goku. Alter. Und Sakazuki. Nice, nice. Die nächste ist... Oh, alle Admirale jetzt, oder? Schön mitzogen. Ja, definitiv. Krank, oder? Definitiv. Es kommen auch sehr viele, weil die verbinden es ja mit den ganzen Acts, also zum Beispiel Wano-Karten und so weiter, und Impel Down und so, das ist alles verbunden. Das steht da meistens auch hier unten, hier zum Beispiel Navy, hier so, also Navy steht hier meistens immer, und bei den anderen Karten zum Beispiel, hier Impel Down zum Beispiel, es hat alles eine Verbindung im Endeffekt, die sind alle verbunden. Und die bringen halt jedes Mal die Karten so raus, dass man auch gute Decks bauen kann, definitiv. Also der Kerl, der das, oder die Frau, oder der Mann, der das erfunden hat, oder was auch immer, was es erfunden hat, das Spiel, ist echt ein Genie. Ich weiß nicht, ob es eine AI ist, der das entwickelt hat, aber um so ein Spiel zu erfinden, braucht man echt Mucks, Alter, wirklich Mumm. No. Dann sind wir auch schon beim letzten Booster. Dann ziehen wir nochmal ein Leader, Garb, Josu und Carrot. Wunderbar. Das war eine gute Ausbeute. Ja, definitiv. Ich bin echt glücklich. Zwei Altarts und dann noch die Marco Altart, die ist auch gut wert. Gutes Geld wert. Und Ivankov natürlich. Also im Display steht ja auch, pro Display gibt es 121 Types in total und 45 Commons, 30 Uncommons, 26 Rares, 10 Super Rares, 2 Secret Rares und 8 Leader. Genau, also die können dann auch, glaube ich, zu Altart. Also Secret Rare. Also wir haben jetzt bis jetzt ein Secret Rare. 7 Super Rare? 7 Super Rare, aber dafür 2 Altarts. 3 sogar. Also mit den Topper sind es ja also inklusive. Mit dem Topper, genau, das wären dann genau. Nochmal 3, ja. Also kommt es schon gut mit der Box schon an. Also perfekt. Sehr geil. Okay. Jetzt haben wir hier wieder Revision Pack. Den Topper. Schauen wir mal gleich, was da drin ist. Ich würde die Revision Packs immer so jetzt nicht offen, also nicht jetzt verpackt lassen, aber allgemein auf die Seiten immer legen. Nicht gleich verkaufen, vielleicht werden die auch irgendwann mal einen Wert haben. Gehe ich mal davon aus, weil schon mal das sind Starterdeck-Karten meistens immer. Ja. Und die ist zum Beispiel normalerweise Holo, aber ist es nicht in dem Falle. Die auch eigentlich. Keine. Die glänzen ja eigentlich, aber ja. Genau. Einfach so auf die Seite. Das ist auch interessant, ja. Da müsste es auch, glaube ich, draufstehen, dass es... Ich habe auch noch Demokarten, da steht Demokarte drauf in den Seiten, voll komisch. Aber hier in dem Fall nicht. Normalerweise glänzt die. Du hast ja auch das Starter-Pack. Dann haben wir hier... Alter. Ah. Corazon. Von der dritten Flamingo-Familie, der eigentlich ein Navy-Spion war. Ja, wieso spoilerst du alles? Ja, sorry, die Menschen, die hier zugucken. Ja, ist halt so, sorry. Seit Neulingen? Gerade angekommen mit dem Manga oder Anime? Denkst du, ja. Boah, das Kartenspielzeug, ich hab doch. Dann musst du noch unten Spoiler-Alarm reinhauen. Genau, bam, da kommst du einfach her und spoilerst ab. So. Zwei schöne Rare-Karten. Perfekt. Jetzt haben wir Shiryu. Und Meteor-Vulkaner! Nice. Ich vergesse immer mein Kaido-Lachen zu machen. Wenn du jetzt eine Super Rare oder beziehungsweise Alt-Art ziehst, dann lache ich ungefähr so. Ah, die kommt schon noch. Josu und... Oh ja, gleich eine Alt-Art, perfekt. Direkt eine Alt-Art. Nice, nice. Oh, Jutta. Ja, leider hat sie keinen großen Wert, aber wer weiß, vielleicht steigt der Wert irgendwann mal. Ja. Hier, Secret Rare Altart. Und wieder Vista, sehr wichtig fürs Deck. Ah, jetzt hast du deinen Cousin voll. Oh, jetzt Cousin hast du ist voll. Nice, nice, nice. Das hast da du ja gebraucht. Haben wir ihn. Geil. Endlich haben wir. Jetzt fehlt dir noch ein Borsalino, oder? Ja, okay. Den brauche ich auch noch einmal. Blöd ziehst du ihn auch noch. Oder ich ziehe und wir tauschen einfach ein paar Super Rare Karten und uns so aus. So geht's natürlich auch. Wen haben wir? Let's go! Ruffy.
Endlich. Oder auf Japanisch Luffy. Luffy. Jet Pista. Los geht's, Jungs, los geht's. Leader. Mhm. Brook und Buggy. Buggy. Nice. Ist auch eine coole Karte, finde ich. Also Buggy. Der wird auch noch irgendwann mal. Der wird auch bei Dings gespielt, glaube ich. Bei dem Purple Blue Crocodile Deck. Wieder Leader. Ivankov. Brook und Gar. Wunderbar. Also wir haben ja vorhin erwähnt, dass wir leider nur 8 Displays insgesamt haben. Der Kollege Panda hat leider nur 2 Stück bekommen. Leider. Ich hatte wieder ein bisschen mehr Glück im Unglück. Also 6 Stück. Geplant waren es eigentlich insgesamt 2 Cases. Aber ja, die Nachfrage war so hoch und wir waren ein bisschen zu spät. Und die Menschen, die für uns bestellt haben, hatten halt Vorrang. Das ja. Dass wir überhaupt Cases erhalten, gefunden haben, war wirklich eine Glückssache, weil die Wahrscheinlichkeit war sehr, sehr niedrig, dass wir vielleicht sogar sehr hoch, dass wir sogar nichts bekommen. Smoker Leader, Shiki und Kobi. Ein Dankeschön an den Laden, wo wir gekauft haben, Kofuku. Kofuku, glaube ich, war das, oder? Kofuku. Kofuku, Kofuku, ja. Die haben uns heute diesen Tag ermöglicht. Natürlich ist es keine bezahlte Reklame oder Werbung. Das war jetzt einfach nur so eine Info für euch. Meine 6 ist super rare. Ja. Nice. Der Ace gezogen. Bei Ace kann man nie was falsch machen. Ist auch eine super starke Karte. Wird bei den Whitebeard Pirates gespielt als Leader. Mächtig. Ist mächtig. Oh mein Gott, schon wieder Ivankov, super rare. Nice. Das sind die Karten, die du so gebraucht hast in der Regel, gell? Ja, Mann. Ich habe eigentlich mein Deck vollständig. Yamaton. Und Maske Düsch. Nächster Leader Kinemon. Carrot. Und Gomorain. Diese Runde ist so schnell, ich komme nicht mal dahinter, die Karten zu skippen. Ich habe doch gesagt, ich bin jetzt drin hier. So, wir haben jetzt Mr. Toe und Shiryu. Machen wir wieder wie letztens bei den Booster Packs Vorankündigung. Jetzt siehst du eine Super Rare. Ah, okay, stimmt. Hast du ja gar nicht mehr gemacht hier. Ja, vor lauter Aufregung vergisst man sowas. Okay, dann zeigen wir mal, welche Super Rare. Na, Marit. Fängt die Donkarte. Okay, die Runde. Also beim Booster Pack war das wirklich brutal. Da habe ich fast bei jeder zweiten Karte richtig gelegt. Hier. Aber da mit Verzögerung kommt doch Nami. Ja, perfekt. Hat ja doch irgendwie geklappt. Jetzt haben wir hier Carrot und wieder Altart. Junge, was geht ab? Ja nicht. Also wieder die gleiche, Ivankov. Also, krass. Interesting. Echt nice. So, jetzt haben wir wieder ein Leader. Oh, nochmal Sanji Leader. Es läuft ja saftig. Schön. Vista und Brook. Oh, wieder eine schöne Marco-Karte. Und Sakazuki, jetzt habe ich ihn auch vollständig. Nice. So, einmal da. Buggy. Und den vierten. Jetzt hast du es. Jetzt hast du den Deck voll. Ich habe mein Deck vollständig. Unglaublich. Das ist krass. Das macht echt Freude, glaub mir. Also mit 2 Displays. Ja, ich freue mich. Noch vollständig geschafft. Ja. Also Hammer. Ich freue mich für dich. Sehr, definitiv. Sehr geil. Super. Sehr gut gezogen. So, nein. Smoker und Yamato. Und da ist die Don. Jetzt ist dein 10er Don Set vollständig. Leader Garp. Mhm. So.
wieder White Pit als Leader. Machst das und Mr. Two. Nice. So, das war's dann. Jetzt haben wir den letzten Booster. Komm, jetzt muss noch was Gescheites rein. Was da noch kommt. Eine Alt, ah, komm, jetzt muss noch eine Alt da reinkommen. Meinst du? Ah, nee, du hast ja schon zwei. Dann ist Super Rare, glaube ich. Ich hoffe es. Kommt Hannibal. Und Hina. Ja, immerhin, immerhin. Es immerhin. Hat sich gelohnt, du hast dafür dein Deck voll. Ich habe mein Deck voll, das war eigentlich das Wichtigste. Ja, und. Jetzt ja. Muss ich nicht behandeln, kann direkt loslegen. Ach so, ja, stimmt. Keine Pause. Schauen wir mal nochmal die Ausbeute von heute. Perfekt. Also. So, da haben wir als Topper. Wie heißt nochmal? Ich vergesse den Namen. Corazon, ja. Dann Ivankov, das zweite Mal. Schon ziemlich krass. Dann Super Rares hier. Und natürlich eine Uta Super Secret Rare, aber als Alternativart. Sehr schön. Und natürlich dann die restlichen Karten. Ah, die habe ich eigentlich unabsichtlich reingelegt. Aber ja, so ist die Ausbeute.